TV mit Bavarian Race Tischtennis und den Ergebnissen von Turnier 1 am Montag, den 1. Mai 2017. Und zwar geht es da richtig schön der Reihenfolge nach, 1, 2, 3, 4, 5 bis 9. Wir haben also Platz 1, den Herrn Schüler Michael, den Gastgeber vom TSV Wolgersdorf, spielt nächste Saison in Schwabach. Zweiter vom TSV Lauf, Michael Runge, dritter Christopher Schmidt-Weiden, vierter Stefan Dressel, der heute sehr stark gespielt hat, nachdem er sich gestern eine komplette Auszeit genommen hat. Da war er irgendwo überspielt und lustlos. Matthias Hudl aus Altenkirchen, der Nappenspezialist, ist fünfter dann, oder? Ja, sechster Platz. Hämmerlein Michael hat heute auch sehr stark gespielt. Lambert Johann hätte ich stärker eingeschätzt. Und dann kommt schon der Herr Steinbrecher und der Herr Kraus aus Schlüsselfeld. Soweit also die Ergebnisse. Und im Turnier Nummer 2 am heutigen Tag, Hämmerlein, wieder mit dabei, dann aus Schönberg. Musiker, Prototyp heißt eine seiner Bands. Bruder im Geiste mit dem Kameramann, der zwar nie ein Instrument gelernt hat, aber er Platten auflegen kann. So, und die junge Dame hat er mitgebracht, da muss ich noch den Namen rauskriegen. Das ist Karl Kraus, Schlüsselfeld. Da hinten macht sich Christopher Betonk, Astra in Warm. Und auch Michael Fiager ist wieder mit dabei, hat das erste Turnier heute ausgelassen, auch gestern mal pausiert. Ja, wer den nicht kennt, hat sein Leben verbannt. Gianluca Bartoletz. Pausiert noch, Turnierleitung. Stefan Dressel und Grillmaster Michael Schüller. Soweit also die Hallenbesetzung fürs zweite Turnier. Was passiert?